herzlich willkommen zu The Finches. Nein! Ihr seht es schon. Es ist natürlich What Remains of Edith Finch. Eins der schönsten Spiele 2017 von der Story her. Es ist ein sehr kurzes Let's Play. Es wird so 2-3 Stündchen nur gehen. Das heißt 10 Folgen oder so. Mehr nicht. Aber was da reingelegt wurde an Herzblut, an Story und so. Wunderschön. Und ich wollte auch unbedingt... ich habe gar nicht vorher gespielt. Das ist gerade das erste Mal. Und ich wollte unbedingt mit euch gemeinsam dieses Spiel einmal spielen. Ich bin ruhig. Psst. What Remains of Edith Finch? Ihr müsst die Story einfach auf euch wirken lassen. Weil die Story ist mega. Kann ich schon laufen? Oh, ich kann echt schon laufen. Hallo. Ein Rucksack. Pocket Sound, Fairy Line. Canary! Wann, Jörg? Würde ich auch gerne spielen. Ich will alles spielen, ich will alles spielen. Blümchen! Edith Finch. Es geht los! Das Buch! Das Buch! Machen wir es auf. Ah, ich muss es selbst aufmachen. Hey, da steht dann das was ganz anderes. Beginnen wir am besten von Anfang an mit dem Haus. Dies ist die Story von Edith Finch. Ich schätze, wir machen so 20 bis 25 Minuten Parts noch. Ansonsten sind wir in 5 Parts. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Warum durftest du sie nicht betreten? Warum, mein Mädchen? Eine Blume. Eine wunderschöne Blume. Ein Briefkasten. Der Briefkasten ist voll cool. Das sieht aus wie das Haus. Aufmachen. Hä? Mach ihn auf. Inside the mailbox were bills from 7 years ago. Marked urgent. Open immediately. Okay. Da möchte ich nicht wissen, wie die Zinsen dazu sind. I hadn't been back since my brother Louis's funeral. Oh. Boah, ich find's geil, wie die Buchstaben so rumfliegen, liegen die hier einfach rum. BB, GG, TT. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ein Schlüssel. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Also ich werd's nicht vorlesen, ihr könnt dann immer mitlesen, weil ansonsten mache ich die Stimmung kaputt und das Mädchen redet ja auch von alleine. Ich will da unten lang, glaube ich. Ich weiß es nicht. Will ich oben oder unten lang? Ich bin mal ein bisschen unsicher. Blumen. Blumen, Blumen, Blumen. Will ich heute Blumen? Ey, ich komme da gar nicht hin. Hallo. Theoretisch hätte das Herz kaputt sein müssen. Der gegengelaufen, Mann. Ein Wasserfall. Wie cool ist das denn? Was ist das denn? Missing. Wer wird denn gemisst? Ich will sehen. Missing, 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 missing. Da ist irgendein Mädchen, das wird vermisst. Aber wer ist das? Ist das etwa Edith, die vermisst wird? Ich kann es nicht lesen, ich komme nicht hin. Kleiner Ausschnitt. Auch. Ich glaube, diese Frau ist schwanger. Ich glaube, sie ist schwanger. Hallo, ich habe Busen. Hallo. Und einen Bauch. Ich habe einen kleinen Bauch.
Na 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 na. Ich hab einen kleinen Ball. Na 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 na. Werden dann die Rechnungen nicht weiter vererbt? Missing. Milton Finch. Milton Finch wird vermisst. Doch, wo ist Milton Finch? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Fragen, die nur das Haus beantworten kann. Doch welche Fragen und was für Antworten? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, hier ist ein Frosch und irgendjemand wird vermisst. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Was das denn zu bedeuten hat? Man weiß es nicht. Da oben gibt's ja auch noch einen Gang. Oh, diese Musik ist so schön. Da ist ein Hirsch. Ich will auf jeden Fall nochmal hoch, weil ich einen Hirsch sehen will. Es gibt ja zwei Wege. Einmal oben und einmal unten lang. Der Hirsch. Komm zurück. Komm zurück. Hirschgesicht. Kann ich eigentlich auch rennen? Nö. Ah, hier ist aber... Errungenschaft freigestellt. Alle Wege. Ach, da wäre ich gar nicht weitergekommen wahrscheinlich. Okay. Und so haben wir alle Wege freigeschaltet. Beziehungsweise gesehen. Oh, dieses Spiel ist so schön. Das ist echt schön. Das gefällt mir voll. Wo ist der Frosch? Wo ist der kleine Frosch? Dann macht er mir einen Squash. Hallo. Ein Auto. Hey, theoretisch habe ich das Auto jetzt auch geerbt. Okay, ich fahre mal weg. Ich will doch nicht mehr ins Haus. Wo ist der Frosch? Ich habe ihn gesehen. Quack, quack, quack. Also kein Frosch da hinten. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Oh, wie cool! Guck mal, hier unten ist das Haupthaus. Ich habe keinen Auszeiger. Hier, in diesem Bereich, das ist das Haupthaus. Und das da oben scheint alles so ein bisschen immer angebaut worden zu sein. Immer höher, immer höher, immer höher, immer höher und dann war da oben. Wir dürfen natürlich nicht stürmen, das wäre ein bisschen gefährlich, oder? Wenn das jetzt alles verfällt, och nö. Das Haus ist voll schön, überall so Anbauten. Voll cool gemacht. Und was ist das für ein Drache? Wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Eine Dose. Umweltverschmutzer. Eine Schlange oder ein Drache. Ich glaube eher ein Drache. Aber wir bekommen keinen Hinweis. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Wieso denn? Das Haus ist voll schön irgendwie. Voll cool. Now. As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Hä? Achso, ich wollte schon sagen, da fehlen noch Wörter. Ich hatte Angst vor dem Haus. Wieso denn Angst? Das
das ein böses Haus? Ist es, spukt es hier drin? Eine Garage. Geht nicht auf. Unten sind lauter Büchsen. Jawohl, wir können ein bisschen düngen. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Was? Die Tür geht nicht auf. Wir werden nicht reinkommen in diese Tür. Ja, damit ist das Let's Play schon beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge Ark Operation. Nein, Spaß. Wir werden einen zweiten Weg suchen und finden. Aber wo? Wahrscheinlich so dem Hinter. Ich würde schon Hintern Eingang sagen. Vom Hintern der Eingang. Naja, wenigstens der Müll getrennt. Blau und grün. Vielleicht hier. Hallo? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Was? Du bist meines Erachtens schwanger und krabbelst hier durch? Okay. Ich sag Power had been turned off the night we left. Der Strom war seit der Nacht, an dem wir gegangen sind, abgeschaltet. Warum seid ihr gegangen? Und wohin seid ihr vor allem gegangen? Eis? Boah, da liegt ein... Nee, eine Büchse. Wird leider schon abgelaufen sein. Ein Fahrrad. Oh, das sieht doch voll intakt aus. Was jetzt natürlich hier wenig Sinn macht. Ich weiß, es ist ein Spiel. Aber wenn man 7 Jahre nicht hier war, hier hängt nicht mal ein Spinnenweben. Hier ist total sauber, als ob irgendeiner gerade hier gewischt hätte vor kurzem. Vielleicht hat ja hier einer gewischt. Vielleicht wohnt ja hier noch jemand. Ich will in dieses Planschbecken. Entschuldigung. Ich hätte mich fast verschluckt. Ja. Das war das erste Mal in Jahren. Oh, oh. I felt like I was home. Yeah. Du bist auch zu Hause. But instead of a family, there were just memories of one. Die Erinnerung an eine? Was für eine Erinnerung? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinesisch? Ich mag überhaupt kein Chinesisch, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß nicht, how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Die Molly. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Wie geil. Ja, ihr hättet ja mal abwaschen können, wenn ihr schon geht. Wo seid ihr denn hingegangen? Wieso? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Uroma Edi. Die Edi. Sonst ist hier nichts. Also ich sehe nichts. Hallo. Und da kam er. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Ja, das denke ich mir auch. Vor allem so viele Bücher. Wer will das alles? Yeah. Alter. Das ist ein echter Mann mit dem Speckbauch da. Die Kleine, da schwimmt sie. Da ist ein Orca drin im Wasser. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist Folge 1 auch schon vorbei. Wir haben jetzt eine Viertelstunde zwar nur, aber... Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank.
aus dem ursprünglichen Haus. So sah das Haus früher aus. Bevor es immer wieder umgebaut wird. Das muss man sich vorstellen. Das sieht komplett anders aus. Komplett, aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder. Und es wird so mega schön. Bis dann.